Leute, wir sind's wieder. Sven, ich und Futur. Hallo. Und der hier, ich bin wieder Tech and Light. Ich bin hier mit Bauen beschäftigt. Und Sven versteckt sich. Und ich gehe ein bisschen farmen. Futur? Ja. Du hast mir letzte Folge gesprochen, dass du mir Marble holst. Rohmarble. Ja, ich bin auf dem Weg. Und du machst das Haus größer. Ich mach das Haus größer, ja. Das ist ja winzig. Das braucht noch ein paar Stöckchen. Ich habe erst jetzt mal angefangen hier zu bauen. Oh, sorry, ich habe gerade Marvel abgerissen. Pfeife. So, unsere Powerbank hier ist nämlich voll, der Speicher hier ist auch voll. Genau, und was sollten wir jetzt als nächstes bauen? Ich habe jetzt ja die Bedbox gebaut und den Generator. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal einen elektrischen Ofen. Würde ich sagen. Wie wär's mit Solarpanel? Wie wär's mit elektrischer Ofen? Ah ja, und dann zur Solarpanel. Sven, wie habe ich die Höhe gemacht für jede Etage? Die Etage hier ist 1, 2, 3, 4 und dann Boden. Oh, ich habe so einen richtig geilen Film angeguckt. Gut. Das war so richtig geil. Wie heißt's? Ich habe den Namen vergessen. Der war ja richtig geil. Oh Mann, warte mal, Moment, ich habe... Du hast? Tribute von Panem, genau. Achso. Ja, den habe ich auch schon gesehen, da war ich im Triple-Feature. Echt? Behindert am Mongo-Style, ja natürlich, ich habe mir alle drei ein Stück reingezogen. Bisher locker mal 6 Stunden im Kino gesessen. 8. 8? Ja, gut, wenn man nichts zu tun hat. Aber es war geil, also das Ding hat richtig, der erste Teil davon hat richtig Style. Vor allem, ich habe mir jetzt das Lied gezogen, was es singt. Ja, das will ich mir auch holen. Das ist saugeil, das Lied. Ich muss es noch bearbeiten, weil es sehr blechern klingt. Aber dann kann ich es dir schicken. Oh. Da habe ich nämlich auch gedacht. Aber das Ganze in Dings ist es auch gut, in Englisch. Hat jemand das schon? Nein, da fällt mir es nicht. Vor allem, ich finde die Story einfach macht so eine krasse Wendung einfach. Ja. Im dritten Teil im Vergleich zu den anderen auch. Aber ich wollte halt noch mehr, oder? Wir haben gar nicht gesagt, was passiert. Ja, ja. Eben. Aber ich finde ein paar Sachen sind unrealistisch gemacht. Ja, so ein bisschen. Kampfjet-Style. Nein, das nicht. Das schon. Die Kampf... Ja gut, das war auch ein bisschen unrealistisch, aber andere Szenen, wo ich mir denke, what the fuck, da hätte man ein bisschen nachgedacht und dann wäre es ein bisschen besser gewesen. Okay, ich habe jetzt den elektrischen Ofen. Wer braucht schon Nachdenken, Foto? Keiner braucht Nachdenken. Nachdenken ist für Anfänger. Wir machen einfach die Filme, um Geld zu verdienen und fertig. So scheißegal. Meine Freundin war nicht so begeistert, wo ich dann drüber gesagt habe, dass manche Sachen unrealistisch waren. Ja, ich war auch mit einem Mädel drin. Und ich fand's ziemlich geil. Und sie auch. Also, den Film. Sie hat sich auch nicht beschwert. Aber sie hat auch schon alle Bücher gelesen und hat mir erzählt, dass der wohl auch sehr nah am Buch ist, der dritte. Echt? Ja, meine Freundin hat auch alle Bücher. Ich bin ja nicht so belesen. Ich auch nicht. Kann nicht lesen. Also lesen kann ich schon, aber ich bin zu voll dazu. Was Besseres zu tun. Ja eben, Minecraft zocken. Zum Beispiel. Videos machen, Blendezeit zocken. Stell dir mal vor, was die ganzen Abonnenten sagen würden, wenn wir einfach sagen würden, wir lesen jetzt. Hören auf, jetzt Videos zu machen. Ein Let's Lays. Du würdest doch Hater-Videos machen. Könnten wir ein Video machen, wo ich vorlese? Könntest du auch mal machen. Das will sich bloß keiner angucken. Genau. Nur Aufrufe in 10 Jahren, oder? So, ich guck mal, ob der Ofen hier jetzt funktioniert, Markus. Und zwar, was schieben wir denn da jetzt rein? Was kann ich denn brennen? Brauchst du... keine Ahnung, was brauchst du? Marble, Bricks. Ich brenne hier mal Cleanstone, okay? Alter, ist der laut! Hörst du das? Nein. Ich hör's nicht. Komm mal her. Leg mal den Stein da rein. Ja gut, aber... Moment, weg am Spoilern. Also wenn die Folge hier rauskommt, dann ist der Film ja schon nicht mehr in den Kino. Schnauze! Hörst du das nicht? Doch, ich höre schon, aber ist nicht laut. Ja, dann ist vielleicht mein Sound so weit oben. Oh ja, mein Sound ist auf 100.
Gut, da können wir jetzt eigentlich drüber diskutieren, was in dem Film vor... Außer du willst ihn angucken, Markus. Nein, wir diskutieren nicht über den Film. Selbst wenn er nicht mehr im Kino ist. Vielleicht haben trotzdem noch nicht alle gesehen. So. Mann. Okay. Gut, nur deine Meinung dazu hören. Was ist denn hier für ein Grübbelbaum gewachsen? Sag ich doch, die wachsen so nicht, was? Ja doch, gerade eben ist ja wieder einer richtig gut gewachsen und einer ist jetzt gerade nur so ein Block hochgewachsen. Wisst ihr, das ist, weil sie zu eng zusammensitzen. Du musst mindestens drei Blöcke. Nein. Oder eine Baumfarm. Das ist eine Baumfarm. Machst vier Blöcke, also Baum, dann vier Blöcke, wieder Baum und oben drüber bei sieben Block machst du einen Stein oder eine Steinplatte, damit sie nicht so ultramäßig hochwachsen. Das können die gar nicht, die Rubber Trees. Alter. Ja, so, das heißt, was wollen wir denn noch? Macerator, oder? Ja. Macerator? Ja, Macerator. Wann warst du, Sven? Ein Tag vor Premiere. Was? Wie kannst du denn also, ins Kino gehen? Also, Mittwoch. Fuß und B. Ah! Ja, Dribble-Feature kommt natürlich vor Premiere. Gott, auch. Alter. Achso. Was hast du dafür gezahlt? 20 Euro, glaube ich. Also, ich habe zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ah, so. Aber ich glaube, es waren so 20 Euro. Pro Person? Ja. Ich habe für beide 20 gezahlt. Ja, okay, du warst auch nur in einem Film und nicht in drei. Ja, das stimmt. Ich hätte aber auch gern nochmal alle drei gesehen. Aber ich glaube, ich gucke mir nachher nochmal an den Film. Ich glaube, das wird richtig lustig, wenn nächstes Jahr das Quattro-Feature kommt. Wenn das kommt. Weil dann gehen einfach früh um 10 ins Kino und es geht dann wahrscheinlich bis abends um 8 oder das so. Das mache ich dann, glaube ich, auch. Gut, dass du mich dran erinnerst. Das könnte ich auch... Das hört sich gut an. Ja, Markus, wie viel Marvel brauchst du denn? Markus, einiges. Hast du noch die Zeit? Nee, ich schaue nicht. Ja, solltest du vielleicht. Eben. Also ich würde sagen, wir haben noch ungefähr 3 Minuten für die erste Folge und danach guckst du es selber. Stimmt. Nee, Moment, wir haben... gut. 17, 7, ja, passt. Ungefähr 3, ne? Ja. Ja. Du hast keine Ahnung, Markus. Natürlich. Nee, hast du nicht. Wenn ich weiß, wann ihr aufgenommen, dann weiß ich's. Wir haben so 16 Uhr Blabla aufgenommen. Blabla, genau. 16 Uhr 7 oder so war das. So, ich komm mal hoch. Warte mal, ist da ein Dungeon? Oh, ich habe ein Ding gefunden, ein Spawner. Ja, wahrscheinlich den Spinnenspawner, den der Markus schon hatte, oder? Nein, ein normaler Spinnenspawner. Oh, ja, dann mach einen Wegpunkt dahin, den müssen wir uns irgendwann mal grabben. Boah, Alter! Feuerschutz 4 habe ich jetzt. Gibt's Portal Guns? Nein, schade. Sonst könnten wir die durch die Gegend tragen, die Spawner, in der Falle rein. Ach so. Weiß nicht, ob das hier auch irgendwie geht. Aber es gibt hier so eine Pistole, wo so Ding spawnen kann. Viecher. Okay. Also gut, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich muss jetzt meine Macerator bauen. Macerator, das macht doch der, dass mehr rauskommt. Ja. Genau. Das heißt, brauche ich Cobblestone, Maschinenblock. Ein Maschinenblock. Da brauchst du einen Haufen Eisen. Ja, 9. Eisen. Cobblestone, Flint und jetzt wieder ein Electronic Circuit. Electronic Circuit ist auch teuer. Habe ich auch. Ich habe Angst im Dunkeln. Hä, warum habe ich das gemacht, nur noch Alter? Flint? Haben wir keinen Flint? Scheiße. Hat irgendjemand von euch Flint? Ich hole mal, ich bring dir mit, ich hab da unten jede Menge Gravel. Müsste doch in der Kiste irgendwo sein, oder nicht? Hey, Enderman! Geh wieder in Enderman-Files! Ja, ich versuch's. Zum Abschluss der Folge. Aber er ist weg. Ich bring dir 3 Kabels, du, drei Flint mit, ich hab nämlich nichts mehr, keine Schaufel, keine Spitzhacken. Die Sonne geht unter. Wenn die untergegangen ist, dann... Was brauchen wir denn noch? Wie heißt denn das Ding, um aus Rubber mehr Rubber zu machen? Extractor. Genau. Du Arnold! Was? Du Held. Ich bin da runtergeflogen, Alter. Fudo, nein. Ich dachte schon irgendwie Creeper oder so. Ja, nee. Das soll's aber mal ausleuchten. Extractor. Dafür brauche ich 4 Tree Taps, wieder ein Circuit. Dafür habe ich jetzt ja nicht mehr genug Copper Cable. Geil. Jetzt habe ich ihn wieder. Brennt. Copper brennt. Ja, dafür brauche ich mehr Rubber. Geil. Unsere Bäume wachsen nicht. Geil. Da musst du halt Ding farmen.
Moment, hier hast du dein... Gib mir Flint. Ja, da hast du. Brenn mal den Ding, ne? Den Marble. Da hüben in der Kiste ist er. Da kannst aber brennen, ne? Hier ja, hau ihn in den neuen Electric Furnace, Mann. Brauch ich auch nicht. Gut, du bist gemeint. Nee, ich tu grad mein Inventar leer machen. Ist mir egal. Ja, aber das heißt... Wir hatten da hinten jetzt so einen hässlichen Gang gegraben. Keine Was? Ahnung, kann jeder sein. Ah, das war ich. Aber der Gang war verkackt. Also Markus, ich glaube die Folge ist rum. Ja, glaube ich auch. Nein, ich habe Fehler gemacht. Glaubst gar nichts. Du weißt nicht nichts. Gut, dann werde ich nächste Folge das Problem lösen. Würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Folge von Tech and Light. Mit den zwei Lappen hier. Servus. Tschüss.